Wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen. Und das heißt, sie ist bereit zu handeln. Habe ich was von Sätzen gesagt? Sätzen. Guten Morgen. Da sind Sie ja. Wir wollen die ganze Immobilie sanieren und in Eigentumswohnungen umwandeln. Bildet Banden, um Druck zu erzeugen, denn nichts wird von selbst passieren. Was verstehen Sie unter dem ganzen Scheiß? Das wissen Sie doch genau. Warum soll ich mich für diese Drecksarbeit bewerben? Ach so, Sie meinen mein Angebot, ja? Ja, genau das. Und das im Supermarkt als Ladendetektiv und das an der Tankstelle. Ich hadere mit mir, mit dem Film, mit dem Theater, der Arbeitsvermittlung, mit meinem Leben, mit allem. Warum ist der Feminismus so zerstritten? Wir brauchen mehr Empowerment und zwar für alle. Empowerment bedeutet, Zusammenhänge zu erkennen, um sich nicht einschüchtern zu lassen. In den Krisenzeiten wie der, in der wir jetzt leben, werden als erstes die Rechte der Frauen abgebaut. Warte doch mal! Was willst du, verdammt nochmal? Was soll die Scheiße? Du bist doch einfach nur ein arbeitsloser Kleindarsteller, einer, der sich wichtig macht. Aber jetzt bist du nichts, ein Niemand, ein Buffalo Bill. Du bist längst ausgestorben, hau ab. Ich glaube, die Revolution wird feministisch sein. Und wenn sie da ist, wird sie intimer und schockierender sein, als wir es uns bisher vorzustellen wagen. Lori Penny, geboren 1986, Journalistin und Schriftstellerin, Ikone des jungen Feminismus. Deine Wirklichkeit ist noch ganz. Und wenn du singst und wenn du tanzt, seh ich einen, den ich weiß, es gibt für alles einen Preis. Ich hab ihn dir, ohne es zu wollen, schon gesagt. Aber ich will nicht, dass du diesen Preis bezahlst. Ich will nicht, dass du diesen Preis bezahlst. Ich will nicht, dass du sie schweigst. Durch Kunst, durch Spoken Word, durch Wissenschaft. Wenn du dein Spiegelbild verlierst, ich will, dass deine Wirklichkeit für dich ungebrochen bleibt. So alle Tassen im Schrank? Dein Wort in dir traust, dass du den anderen traust, du weißt, wer du bist. Und zu verstehen, es gibt mehr als eine Wahrheit. So viel mehr in uns zu sehen, aber die größte Wahrheit bleibt. Jeder Mensch hat nur eine Wirklichkeit.